Guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trains Simulator 2019 und herzlich willkommen auch im Jahr 2019. Wir befinden uns aktuell gerade in Altenburg und fahren heute diese Dostos-Garnitur von Altenburg über Köpenick nach Wildau. Wir haben ja im letzten Livestream, ich meine, das war sogar der letzte Livestream, haben wir uns ja die Strecke hier installiert. Hier fährt gerade noch ein ICE raus. Und heute fahren wir mal die Linie RB36. Aber genau, und da wollen wir doch mal anfangen. Ich fährt gerade noch eine S3 ein. Die fiktive BR423 in Richtung Pasing. In diese Richtung würde es jetzt nach Bad Rinkenburg gehen. Ah, die Türen sind auch schon zu. Wunderbar. Da wollen wir mal los. Da kommt noch ein ICE-2 rein. Wunderschön. So, nur Höchstgeschwindigkeit 45. Wunderschön. Grün, wunderschön. Wir dürfen 120, aber die PZB sagt uns, nee, wir bleiben bei 40. Wunderschön. Wann kommen wir mal endlich mal raus? Befreien dürfen wir uns leider nicht, da wir ja in der Beeinflussung sind. Jetzt dürfen wir beschleunigen. Die nächste Beeinflussung, was haben wir da? Nächstes Signal ist 60. So. Ah, gerade schlechte Framerate. Da muss noch so einige Objekte nachladen. Sehr schön. Ah, hier geht die Tür irgendwie nicht ganz auf. Und hier auch nicht ganz. Türprobleme. Die 111, 153-3. So, und jetzt geht's mit 60 weiter.
Wunderschön. Ja, ganz schön kurvig, die Strecke. Ja, muss da einiges wieder nachladen, deswegen wieder natürlich schlechte Framerate. Als Ankündigung. Zugfunk. Perfekt. Das war die SIFA. Weiter brauchen wir auch nicht mehr beschleunigen. Wieder eine BR423. Niederkirch. Türen auf in Niederkirch. Mit der Linie RB36 nach Wildau. Wunderschön. In den Lüfter aus. Wunderschön, da sind wir auf dem Weg. Das war wieder die Ziffer. So, und dann fahren wir auch in Köblitz ein. Köblitz Gleis 3.
Da kann ich mir auch gut denken, dass wir da eine Beeinflussung haben, weil wir hatten das ja auch auf dem Weg von Altburg nach Wildau. Da sind aber nicht ganz durchgekommen, deswegen mache ich das heute in einem Video. Nur schon mal zurück. Schon wieder. Ab und zu mal sind so eine schlechte Framerate mal kurz da, aber es geht halt nicht anders. Okay, grün-gelb, wir haben eine Beeinflussung. Nächstes Signal, was haben wir da? Aber wir müssen runter. So, dann kommen wir auch in Köpenick an. Oh ja. Köpenick Gleis 3, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Auf. Eine alte Lok, DB 111. Aber schönes Gebäude, muss man sagen. Dann haben wir gleich eine Beeinflussung in Richtung Wildau. Grün-Gelb, also wir dürfen rüberfahren, aber halt mit einer Beeinflussung nicht schneller als 40 km/h. Da muss er sich hier noch lösen. So, da wollen wir mal hier abbiegen. Mit 40. Und dann ist unser nächster halt Köpenick West. Wunderschön. Ah, da passen unsere drei Wagen mit der Schuhblocke einfach perfekt hier dran. Köpenick. Angehalten und Türen auf. Ah, hier haben wir eine Autobahn und ich hatte sich irgendwie ein Schild verirrt. Hier auch.
So, und dann sollte es auch gleich weitergehen in Köpenick West. So, jetzt hat sie reagiert. Weiter noch mit 40, aber wir dürfen gleich 90. So, jetzt dürfen wir mit 90. Genau. So, nächste Halt ist Rudolf Bach. Oh. Okay, fahren wir mal nicht schneller als 45. So, und dann muss ich hier gleich hornen. Okay, wir haben eine Beeinflussung, alles klar. Ich habe jetzt nicht gesehen, was das für ein Signal war. Ey, wie viele Beeinflussungen haben wir hier? Ich fahre jetzt nochmal zur Sicherheit. Ich glaube, nächstes Signal war sogar rot, wenn ich mich nicht getäuscht hätte. Haben wir zur Sicherheit gehornt. Ausgestiegen in Rudolf Bach. Da haben wir doch tatsächlich mehrere Beeinflussungen. Genau, das ist wieder offen, aber wir haben dann noch zur Sicherheit gehornt. Ah, hier spielt auch was in der Luft. Also hier fehlt irgendwie was tatsächlich. So, wir haben immer noch eine Beeinflussung mit 40 km/h. Genau. Wir dürfen jetzt nicht so viel Stoff geben. Wir haben schon wieder eine Beeinflussung. Jetzt geht es etwa hier mit weil geht es ja einfach so weiter mit 40. Was rumgebackt.
So, jetzt können wir wieder beschleunigen und zwar auf 90. Endlich. So, das versperrt uns das Signal. Okay, wir haben keine Beeinflussung, das ist gut. Das war gerade ein bisschen komisch bei Rudolf Bach. Dann müssen wir gleich wieder horn. Und hier müssen wir jetzt pfeifen. Ankündigung auf 80. Fast eine Zwangse gehabt. Aber wir müssen gleich runter auf 60. Da ist die Ankündigung. Noch eine Beeinflussung. Genau. Da kommt noch eine. Ankunft in St. Rudolf. So. Türen auf in St. Rudolf. Ah, sehr schön. Türen gehen zu. Und dann geht's los. Wie gesagt, noch über 40. So, weiterhin 40. Wunderschön. Hallo? Oh shit. Ich habe außerdem den Hauptschalter kurz ausgemacht. Ja, die reagiert trotzdem noch. Da habe ich außerdem den Hauptschalter erwischt. Weil er irgendwie zu schnell wurde. So, gleich können wir auf 80 hoch. Vorausgesetzt, es kommt keine Beeinflussung. Ja, komm, Baby, komm aus der Beeinflussung raus. So. Wir können auf 80 hoch.
So, und hier müssen wir wieder pfeifen. Ah, hier wird Holz gefällt. So, jetzt durch den Tunnel, sehr schön. So, dann geht es gleich kurz auf 90 hoch, aber ich glaube, wir bleiben eher auf die 80. So, nächster Halt ist Marienwald-Wallfahrtsort. Sehr schön. So, da haben wir wieder 80. Sind wir am Bahnhof. Mit Beeinflussung. Ja, da haben wir so einen kleinen Radschluff erlitten. Ah, da blockiert schon mal unsere Bahnübergang. Die RB36 nach Wildau Hauptbahnhof, wunderschön. Schön ländlich. Mit einem Schloss, Kirche, wunderschön. So, weiter geht's. Mit Beeinflussung. Geht's mal 40 weiter. Na komm, schieb die Lok an. Ja, weil es geht, jetzt geht nämlich. Jetzt muss sie 100% leisten. Weil sie mir sonst wieder abhaut und wir müssen gleich schon wieder pfeifen. So, mehrmals gepfiffen, damit die auch Bescheid wissen. So, und jetzt geht's nur mit 40 weiter. Das auch noch mit der Beeinflussung. Na, wir haben gerade schon wieder mit der Geschwindigkeit ab. Das ist ein bisschen laut gerade. Aber für euch nicht, aber für mich gerade. Marienwald Gleis 1. Wunderschön. So, Marienwald, da kommen wir an. Türen auf. Halt 9, das ist jetzt. Das, ja, das stimmt. Das ist richtig. Oh, wunderschön hier. In Marienwald. Schön ländlich.
Weiter geht's. Na komm, Baby, schieb an. Liebe 111. Schieb die Lok an. Dann müssen wir schon wieder. Richtig Stoff geben, damit wir hochkommen, den Berg. So, wir müssen ja erfahren, erstmal nur mit 40 weiter. So, wunderbar. Acht. Oh, ist das enge hier. Ui, ui, ui. Ach du Scheiße, ist das eng hier. Wir backen schon wieder. Ab und zu mal schiebt die Locke so ruckartig mal an. Da kann ich aber nichts für. Dann können wir gleich auf 50 beschleunigen. So. Da vorne ist die 50er Tafel. Beschleunigen wir auch. Und nächster Halt ist Marienbaum. Da könnten wir eine Beeinflussung haben. Das haben wir auch. Ups. Oha. 20. Da haben wir die nächste, die uns nicht beeinflusst. So. Da fahren wir mal wieder aus dem Tunnel raus. Oh, ist das hell. Jo. Nächste Beeinflussung. Marienbaum, Gleis 2, wunderschön. So, willkommen in Marienbaum. Jetzt gleich, wenn wir auf der Beeinflussung raus sind, wir weiter mit 50. RB 36. Wunderschön. Ach, Wilder Bahnhof. Weit haben wir es auch nicht mehr. Circa 9 Kilometer noch. Also, hier steht's.
da müssen wir noch eine Beeinflussung haben. Das haben wir auch, Tatsache. Weiter geht's mit 40, also circa 40. Oh, da beschleunigen wir gleich noch einmal auf 100. Weil hier ein Tunnel ist, also so ein Notfalltunnel, falls irgendwie mal eine Lok stecken bleibt. Das war die SIFA. So, dann beschleunigen wir noch einmal kurz auf 50. Da kommt auch gleich uns die 100er Tafel entgegen, haben noch 7 Kilometer zu fahren bis nach Wildau. So, 100 Meter noch. Ja, das ist jetzt auch nicht die Welt. Nächster Halt ist Marienthal. Ja. Sind wir halt mal kurz mit der eigentlichen Geschwindigkeit. Jetzt müssen wir ein bisschen schärfer bremsen. Türen auf. Muss jetzt erstmal alles wieder lösen hier. Jetzt löst auch die andere Bremse. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Circa 4 Kilometer noch. Und unsere W111 hat super durchgehalten bisher. Mit 1153-3.
So. Nein. Genau da sollst du hin. Ich muss dann gleich wieder hornen. Hubschrauber, wo ist er? Ah, schade, der ist schon weg. Ich habe hier einen Hubschrauber tatsächlich gehört. Und da haben wir auch gleich schon Wilder erreicht. Wunderschön. Hornen. So, und dann haben wir auch gleich unseren Ziel- und Endbahnhof erreicht. Wildau. Da haben wir nächstes Signal rot. Interessant. Das wird auch. Okay. Das Signal ist anscheinend gestört. Deswegen müssen wir runter auf unter 40. Trotzdem mal Befehl 40. Das war jetzt aber zum Befehl. So, freie Fahrt. Das ist nur ein Rangiergleis da unten, aber wir müssen halten gleich an in Wildau. So, einmal. Achso, wir bleiben hier auf diesem Gleis. Sehr geehrte Damen und Herren, wir erreichen Wildau auf Gleis 4. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank mit der Reise mit der Deutschen Bahn und wir begrüßen Sie auf Ihrer nächsten Fahrt wieder. Also, bis und tschüssi. So, 500 Hertz Magnet, das heißt, Genehmigung des Haltzeiten. Also verweigert, Türen auf und damit würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, also lasst doch mal einen Daumen hoch da, lasst einen Kommentar da und wenn ihr natürlich noch mehr
Twin Simulator Videos sehen wollt, ich habe ja in einem Livestream ja die Strecke Hagen 7V3 installiert und die Strecke Altenburg-Wildau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, wie gesagt, Kommentar nicht vergessen. Und abonnieren auch nicht vergessen und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich mal sagen, die RB36 verabschiedet sich. Und ich verabschiede mich dann auch. Der TSG sagt Tschüss!